Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, warum ich mich nicht mehr als Rohköstler bezeichnen würde. Ja, und zwar, was ich damit meine, ist Folgendes. So, weil ich habe neulich auch mal in einer ganz schönen Facebook-Gruppe gelesen. Es ist jemand, der gibt da ganz schöne Infos raus und der hatte auch den Ansatz, dass man sich nicht als Rohköstler bezeichnet, wenn man das nicht länger als 5 bis 10 Jahre gemacht hat. Und der Hintergrund ist Folgendes. Man sollte das eben nicht fehlinterpretieren, wenn man bei vielen anschaut, ey, die machen Rohkost 2, 3 Monate und dann sehen sie irgendwann ungesund oder irgendwas aus. Und das ist auch dieser ganze Weg, den ich ja immer wieder auf meinem Kanal beschrieben habe, mit diesem Rohkostreinigungsweg. Schaut euch die Playlist an, wo ich es genauer beschreibe, oder geht in den Videokurs von mir. Und das ist der Fall, dass der Körper sich erstmal reinigt, wenn du mit der Rohkost anfängst. Wenn du deinem Körper die optimale Ernährung gibst, so wie jedes Tier auf der Welt sich von vitaler, frischer, lebendiger Kost ernährt, wenn du das deinem Körper wieder gibst, wie 99% der Lebewesen auf diesem Planeten, bis auf eben der Menschen, im Moment, wenn du das deinem Körper wieder gibst, dann reinigt er sich. Und dann schaust du wieder beschissen aus. Und wenn man sich jetzt, während der Körper sich noch reinigt, von der Kochkostlebensweise, von den ganzen Fremdstoffen, die man in sich reingestopft hat, nicht unbedingt nur Kochkost, aber all diese hochverarbeiteten Lebensmittel, Glutamat, E-Stoffe, Industriezucker, Industriesalz, all diese Dinge. Wenn der Körper die wieder ausscheidet, die er eingelagert hat, viele meinen ja, sie wären gesund, dem ist meist nicht der Fall, weil viele gehen auch zum Arzt mit 50, haben perfekte Vitaminwerte und irgendwann haben sie dann später einen Herzinfarkt und sterben. So. Also irgendwas war doch nicht ganz so gesund und ganz so richtig. So, auch wenn die Werte das nicht anzeigen, da ist was eingelagert. Das ist wie wenn ihr euren Müll im Haus immer wieder in den Schrank stopft. Die Schranktür zu, natürlich sieht man das nicht. Äußerlich schaut eure Hülle ganz nett und ganz okay aus. So, aber wenn du jetzt anfängst auszumisten, dann schaust du beschissen aus. Und wenn du dich in der Zeit schon als Rohköstler bezeichnest, dann wirft es vielleicht ein falsches Licht auf die Rohkost. Dass man so beschissen ausschaut, wenn man mit Rohkost anfängt, liegt nicht an der Rohkost, sondern das liegt daran, weil man vorher einen Haufen Müll, einen Haufen artfremde Stoffe, die nicht in unseren Körper gehören, in sich hineingestopft hat. Und die müssen jetzt wieder ausgeschieden werden. So. Und dann schaut man erstmal schlechter aus, weil durch die Rohkost hat der Körper plötzlich die Energie und möchte plötzlich alles aus den Schränken raushauen, alles aus den Zellen, den ganzen Zellmüll raushauen. Das alles raushauen. Also schaut euch da wirklich die Playlist Rohkostreinigungsweg an oder den Videokurs. So, dann versteht ihr das Hintergrundwissen mehr. Beziehungsweise holt euch zum Beispiel das Buch von Arnold Ehret, Schleimfreie Heilkost. Band 1 und 2 gibt es da. Es ist so einfach, klar und logisch dort erklärt. Für jeden nachvollziehbar. Und das kannst du dann auch an deinem eigenen Körper nachvollziehen. So. Aber um zurückzukommen auf das, sich als Rohköstler zu bezeichnen. Wie gesagt, du scheidest es die ersten 1 bis 5 Jahre normalerweise vermehrt aus und schaust nicht gesund aus. Dein Körper muss sich wieder komplett harmonisieren. Alles kommt wieder ins Gleichgewicht. Es sind teilweise ganz feine Disharmonien, ganz feine Verziehungen im Gesicht. Bei Leuten, die behindert sind, sieht man das ja noch viel deutlicher. Nur als Beispiel. Da ist es noch viel markanter. Das sind die Verzerrungen im Gesicht. Das fällt jedem Normalbürger schon sofort auf, dass da was nicht im Lot ist. So, und diese Verzerrung, diese Disharmonien in der Geometrie von deinem Körper, die sind ganz fein. Und die sind auch schon bei Normalbürgern zu erkennen. Und all das muss sich erstmal harmonisieren. Und die ersten Jahre in der Rohkost reinigt sich der Körper.
da schaust du nicht gut aus. Da wird das ganze Grundgerüst neu aufgebaut. Und da trägt der Körper dazu, wie wenn man ein Haus neu baut, trägt er die Fassade mal ab. Da wird erstmal alles runtergenommen, die alten Tapeten runter und so weiter. Von Grund auf alles erneuert. Und in der Zeit kann es auch sein, dass man abmagert, weil der Körper sich reinigt, weil er erstmal die alten Tapeten runterhaut und dann alles neu aufbaut, neu harmonisiert, neu ins Gleichgewicht bringt. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoller, sich einfach als Rohkost-Einsteiger, Reinschnupperer mal zu bezeichnen in dieser Zeit, in den ersten Jahren. So. Und wenn man dann immer mehr in einen gesunden Zustand kommt und immer mehr ein strahlenderes Vorbild wird, was diese Ernährung für eine Auswirkung hat. Und wenn die Auswirkungen, die schädigenden von vorher, von den ganzen Fremdstoffen, die man in sich reingestopft hat, wenn die langsam vorbei sind und wirklich diese Ernährungsweise zum Wirken kommt, dann sollte man sich erst als Rohköstler bezeichnen. Sonst wirft es vielleicht auch oft ein sehr negatives Bild auf die Rohkostszene. Genau, und wird oft fehlinterpretiert, gerade in so kurzen Videos. Und ich rede auch nicht mehr so direkt über die Rohkost, sondern führe dahin über das Wissen. Und die Leute, die da näher nachfragen, die kommen dann da drauf. Genau, das ist eben der wichtige Punkt und das möchte ich dir auch an die Hand legen, so wenn du damit fängst, sei da nicht irgendwie dogmatisch. Man schaut natürlich am Anfang nicht gesund aus, weil die ganzen Folgen von der Zivilisationskost, von der degenerativen Kost noch Auswirkungen haben und ausgeschieden werden müssen, dieser ganze Zellmüll. Genau, also das wäre mir ein Anliegen. Ich bin dem lange nicht gefolgt und mir war das lange nicht so bewusst, aber diesen Ansatz habe ich eben neulich in der Gruppe gelesen und finde den sehr sinnvoll und würde ich jedem ans Herz legen. Genau. Aber das war es ansonsten in dem Video. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.